Also Obsidian, einen wunderschönen guten Abend. Cooler Name. Vielleicht 416 statt 406. 416. Ja. 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 Statt der 10, die 0 von der 10, die 1. Probieren wir. Geh ich mit? Nehmen wir an. 416 geht auch nicht. Umgekehrt. Also es kann nicht so schwierig sein. Aber ich habe schon gelesen, die Rätsel sind machbar, aber nicht so leicht. Wir haben drei Zahlen. Es geht um Gesichter. Und da, ah, das ist der Baum aus dem Buch. Kann das sein? Vielleicht sind Zahlen an den Wänden oder irgendwo. Oder ich übersehe noch was. Ich gucke mich einmal noch um. Manchmal übersehe ich was und dann suche. Dann denken wir zu kompliziert. Ja, hier ist aber sonst nichts. Die Uhren sind's nicht. Die drehen nämlich ziemlich durch. Den Schrank hier kann ich nicht öffnen. Also, wir haben nur diese Bilder. Das kann ich nicht mal anklicken. Und hier ist das Bild von dem verheirateten Paar ohne Gesicht, was ich sehr interessant fand. Das ist im Skytrop gut aufgefallen. 461. Probieren wir aus. Jana, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Willkommen bei den Ghosties. 461, okay. Drück mal drauf. Wo ist er? Ne, da ist er. 461. Das kann nicht. Nein, das ist es nicht. Leider nicht. Ich hab aber. Steht was auf der Schatulle. Ich kann die Schatulle ja drehen. Aber auch nur so. Ich kann die nicht rechts und links drehen, leider. Geht leider nicht. Ich kann sie nur so drehen. Hier steht aber nichts drauf. Okay. Das gibt's doch nicht, dass wir das Rätsel jetzt... Das ist das erste Rätsel im Game und wir hängen. Oh, bitte nicht. Früher habe ich so Rätsel direkt gelöst. Ich war Amor cool. Bitte, ihr müsst was glauben. Ich war Amor wie ihr. Nee, jetzt bist du nämlich cool. Jetzt bist du halt scheiße. Die Da-Liste, warum liegt die da? Warum liegt diese Liste hier neben dem Telefon? Kannst du nur die Schatulle in der Schublade anschauen? Man wird halt älter, ne? Das Gesicht wird verbraucht, wie wir es vorhin so gelesen haben. Hier stehen noch Jahreszahlen, ne, wie alt die geworden sind. Sarah, 32 Jahre alt. Das ist das Mädchen, das die ganze Zeit um dies geht, auf den Steckbriefen. Die verschwunden ist. Da haben wir noch Linda, Asero, Nilofar, was sind das für Namen? Baran und Anna, der geht. Stimmt, ich guck mal in der Schublade, vielleicht können wir wirklich da noch was anderes angucken. Ach, da ist ein Buch, Mann. Nee. Ist kein Buch, ist nur die Schublade, die ich anklicken kann. Nee, ich kann nur hier. Nur die Schatulle. Ansonsten haben wir nichts. Wir haben nur die Schatulle, Leute. Und ich komme hier nicht mehr raus. Die Türen sind zu. Wir könnten das jetzt wirklich lösen. Indem ich dieses Spielchen mache. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Haben wir nur 999 Versuche. Glaube ich, oder? Sind es zu viele? Vielleicht was an der Decke. Ja. Vielleicht sehe ich hier oben was. Sehe ich hier was? Ich kann hier halt... Der geht hier nicht die Treppen hoch. Ab hier ist Schluss, weil er sagt, er soll sich erst unten umgucken. Ab hier ist Schluss. Irgendwas übersehen wir. Es sind drei Zahlen. Das kann nichts Besonderes normal sein.
Piep? Was Piep? Was hat er schon? Bloß nicht alles im Chat lesen. Kannst du nur die Schatulle? Man wird, warum? Ah, die beiden Zahlen vom Alter zusammen zählen. Ah, sorry. Manchmal überlässt man so ein bisschen was in der Hin und Her gucken und suchen. Entschuldigung. Und die beiden Zahlen vom Alter zusammenzählen, von der Liste beim Telefon, die durchgestrichenen. Ja, 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 das ist gut, das ist gut. Das ist 3, 6, 9, 4 und wieder die 10, also die 0 oder die 1. 9, 4, 0 oder 1, das ist gut. 9, 4, 0 oder 1, Leute, das ist gut. Irgendwie habe ich in das Vertrauen. 9, 4, schade, ich hätte wirklich gedacht, dass das sein könnte. Ich kann auch sonst nichts drücken. Das ist der Zettel. Welchen Zettel soll ich nehmen? Diese Liste? Dreh die Liste mal. Oh, bitte nicht. Geht das? Dankeschön. Dankeschön. Dafür hab ich euch. Dankeschön. Ich wäre da jetzt nicht auf. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich. So, Face and Mask. Gesicht und Maske. Okay. 3, Fragezeichen, Fragezeichen. Nächstes Rätsel. Aber wir sind der Sache einen Schritt näher gekommen. Das ist schon mal gut. 314. Jetzt, das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Nee, ist es nicht? Wie oft die Worte im Buch stehen? 3. 3-mal das Gesicht. Face, genau. Maske? Ja! Oh, Skydro, genial. Also, es steht hier Face, das ist 3. Es steht 3-mal Face drin. Das Wort und das Wort Maske. Müssen wir jetzt zählen, wie oft das drin steht. Das ist der Code. So, wie oft steht das Wort und da? Einmal? Zweimal? Ich habe jetzt nur 2-mal End gelesen, stimmt das? Okay, und dann das Wort Maske. Also die, das ist die 2. 2-mal das Wort End. Hier mal einmal hier, wo ist... Ich habe es doch hier oben direkt. End und hier steht immer End. Und das Wort Maske. Einmal Maske. It would seem everyone faces. Some people use only a time. That will become so ridiculous. Yeah. Zweimal. Habe ich es schon einmal überlesen? Steht das so wenig hier drin? Dreimal. Viermal. Viermal nur? Drei? Steht dreimal End? Ich hab's nur 2-mal gelesen. Bin ich doof? Keine Antwort auf diese Frage, bitte. Da steht End. Some people use only this time. End, da, 3-mal. Ja, ja, ich bin doof. Ist in Ordnung. Hast recht. 3, 3, 4. 4-mal, ja. Die letzte. So, das ist es jetzt aber, Leute. Ey, vielen, das ist es. Ich bin mir so sicher, dass es das ist. Will mich verarschen. Ah, umgekehrt. Der Schlüssel stand auf dem Kopf. Der verarscht mich doch. Ich war mir so sicher, dass das die Lösung ist. Ah, 4-mal End.
Was ist 4 mal End? Drei, vier, vier. Ah, und der Schlüssel stand auf dem Kopf. Es geht nicht auf, Alter. Wir machen... Was machen wir falsch? 3, 4, 4. Ey, wir müssen jetzt nochmal zählen, oder? Hä? Ey, ich war mir so sicher, dass es das ist. Also, ich drehe den Schlüssel jetzt mal so rum. Ich habe so Probleme damit. So, ich krieg's nicht mehr. Ich leg nochmal hin. Ich krieg's nicht mehr gerade, Leute. So. Face and Mask. So, das Wort Face steht dreimal drin. Das Wort End. Und die 3 fängt oben an. Ja, ich hab's ja in beide Richtungen gemacht. Ich hab's ja von oben nach unten gemacht. Das Wort End und das Wort Face brauchen wir. Face and Mask. The Mask. So, live as it proceed reveals Coley End. Einmal. But he lies behind the mask. Some people use only the domain end. End, zweimal End. Become spoiled. End, dreimal End. There are the thirsty sword. Or looks after the mask in hope of passing them on. Constantly change fear, but all of them, when they reach old age, realize one day that the mask are wearing is their last, and that it will be soon worn out. And viermal. Then from behind the last mask. Oh Gott. Es ist viermal End und viermal Mask. Was, fünfmal? Echt, habe ich es jetzt überlesen? Wo ist das fünfte? Wo steht das fünftmal End? Fünfmal? Also ich komme nur auf vier. In der vorletzten Zeile sind... End. Alter, tatsächlich, das gibt's doch nicht. Eins, zwei. Wo waren die anderen? War direkt oben. Drei. Also fünfmal End. 3, 5, 4. Jetzt haben wir es aber. Servus, Dante. 3, 5, 4. Jetzt. Abby. Und dann vielleicht umgekehrt machen. Ey, wir haben es alle überlesen. Alle. Das ist der Wahnsinn, oder? Ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass dann, Wir haben es alle überlesen. Aber trotzdem, ey, super geilen Dank für die Hilfe, Leute. Das war mega. Super Zusammenarbeit. Dann schauen wir mal, was drin ist. Ein Schlüssel. Den nehmen wir mit. Oh, cool. Hätte man markieren können, ja. Du hast überlesen, dass du die Liste umdrehen sollst. Dummes weg. Das ist lächerlich. Bup, bup, bup. 5 Einheiten hin raus. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Lächerlich, Alter. So, lächerlich ist das. Lächerlich. So, nächster Raum. Ich muss erst die Spieluhr hier ausmachen. Das ist du Schei! Dankeschön. Ich muss erst die Spieluhr hier ausmachen. Ja, Mann, gib die Schmurspieluhr. Okay, ich übersetze den Text, Leute.
Frau Spinner ist seit einigen Monaten schwanger. Ich wurde in der Familie adoptiert und soll mich um sie kümmern, während sie schwanger ist. Alles ist in Ordnung. Entgegen der Vorstellung der Dorfbewohner sind Herr und Frau Spinner sehr nett und behandeln mich gut. Obwohl ich ein seltsames Gefühl habe und es wird auch schlimmer, seit die ältere Schwester von Herrn Spinner krank geworden ist. Hier. Der Herr Spinner! Du Mistratte. Jawohl, mein Guter. So, die ältere Schwester ist krank geworden. Oh. Sehr geil. Fragezeichen, Labyrinth. Ich habe irgendwie das Verlangen, mir das abzufotografieren. Was soll ich jetzt damit machen? Boah, wenn ich jetzt nicht so auf das Labyrinth konzentriert gewesen wäre, hätte das mega da reingepasst. Danke für die Bits. Okay, hier ist noch nix. Nur das Labyrinth. Rechts, links. Das kann ich mir niemals merken. Ich fotografiere es aber nicht ab. Wir machen es uns richtig schwierig. Wir sind bestimmt gleich irgendwie in einem Labyrinth. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's mir... Ah, mein Zeh! Ah. Oh, das Spiel ist offiziell ein Zehenbrecher. Ah. Au. Und schon bin ich falsch. Man muss in so einem Labyrinth eigentlich immer nur der Wand entlang gehen und dann kommt man irgendwann am Ziel an. Naja, an der Wand. Ich habe hier die Wand hinter meinem Schreibtisch. Der steht nicht mitten im Raum. Ich kick dann immer gegen die Wand, weil ich aufschrecke. So, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich komplett raus. Oh Gott, bitte. Ich hätte mir dieses dämliche Bild länger ansehen müssen. Wie 4 Sekunden. Hoffentlich muss ich das Labyrinth gleich nicht auf Zeit zurückrennen. Nein! Wie, die will mich suchen? Warum will die mich suchen? Die will sich suchen und Verstecken spielen mit mir. Ich versteck mich und sie will mich finden. Warum? Ich will nicht Verstecken spielen. Ja, normal immer einfach an der Wand entlang gehen, dann kommt man immer an das Ziel. Oh Gott, ich will kein Verstecken spielen mit ihr. Doch jetzt schon wieder das Labyrinth. Hat ein bisschen was von Layers of Fear. So, weil es sich so alles gleicht und die Räume sich dann wieder ändern, wenn die Türen auf und zu gehen. Aber ich vergesse nicht, dass dieses Mädchen ja mit mir Verstecken spielen will. So, die Tür, die fällt jetzt um oder irgendwas schreit oder... Oder es ist einfach ein... Oder das!
Ich habe mich gerade für eine Sekunde gefreut, dass ein schöner Raum da hinten dran ist. Und dann, bam! Jumpscare Alert! Danke für die Bits! Hä? Moment. Ach, doch Gott, das Spiel ist verwirrend. Ein Schlüssel. Den nehme ich mit. Das Labyrinth ist weg. Übel Slayer, so Fear-Style. Übelst. Also, wir haben noch einen Schlüssel. Hoch gehen wir noch nicht. Was ist mit der Tür hier? Hallo? Das Rumdrehen immer dann in dem Moment. Nein, 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 nein. Warum? Warum erschrecken? Warum? Was ist? Ah, okay. Ich kann hier nicht weg. Ich muss auf das Gesicht zu. Was ist das? Das Haus stand in Flammen. Ein einsames Mädchen schrie. Die Vergangenheit wiederholt sich selbst. Okay. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Einen kurzen Moment der Ruhe. Lehnen wir uns zurück und genießen den Ladebildschirm. Licht und Dunkelheit komplettieren einander. Okay. Vielleicht ist das noch wichtig, das wird, was da oben steht hier. Das Geilste, der Junge wollte ja nur schnell ein paar Fotos machen, ne? Von dieser Hütte, an der noch nie was passiert ist. Und jetzt steckt da mittendrin. Und da dabei leicht der Stift wieder rausgeguckt. Kann ich da reinfallen? Oh, ich hasse so dieses knöchelhohe Wasser in Horrorspielen. Ah. Das Kabel liegt aber gut da im Wasser so halb. Ne? Das ist sehr gut. Boah, ist das eine Duracell? Die hält, was sie verspricht. B42 rot unterstrichen. Cry. Das Baby Cry. CRY. Was ist das für ein Plan? Das Wasserrohr geht darüber und dann irgendwie an den Tank. Jawohl, dankeschön, Flo. Okay, das Wasserrohr. Ah! Moment. Hier das Wasserrohr ist ja nur. Da ist das zum Aufdrehen. Dann komme ich jetzt quasi. Ist das spiegelverkehrt? Ah, oder. Ich gehe einfach an dem Rohr jetzt drehen. Weil ich habe das Gefühl, das läuft hier rüber. Ah, das pumpt das Wasser ab. Hoffentlich. Hallo, kleines Mädchen. Kannst du mir hier raushelfen?
Das Rohr läuft hier rüber. Habe ich das jetzt gedreht? Ja, ne? Boah. Ah, jetzt ist kein Wasser mehr hier. Das hat das Wasser wurde abgepumpt. Wenn man 1000 Sätze und Wörter im Kopf hat und die alle gleichzeitig raus wollen, das Wasser ne So komme ich mir manchmal vor. Also, duck dich und dann schauen wir mal. Da ist. Naja, das sind Schatten und kein Tunnel. Bringt mir das jetzt was, dass hier kein Wasser mehr drin ist? Hier? Kann ich hier irgendwo durchkriechen? Ja. Nein. Doch, doch, geht. Eine Taschenlampe, endlich geil. Die gute alte Flashlight, die darf in keinem Game fehlen. Was ist jetzt? Warum? Warum Kreaturen? Finde sie in der Vergangenheit. Ich traue dem ganzen Braten hier nicht. Was ist mit dir? Hast du eine Kiste für mich? Ah, Cry. Da haben wir das Wort Cry. Das ging jetzt ein bisschen schneller, Leute. Und den nächsten Schlüssel. Den taken wir. And put it away. Hush. Was heißt denn Hush? Hush, little baby. Na, na, na. Was heißt denn das Wort Hush? Sei ruhig. Ich will mich nicht rumdrehen. Was heißt das Wort Hush? Bitte. Kann ich hier lang? Nö. Ah! Oh Mann. Kann man nehmen, muss man aber nicht. Ja, was heißt das jetzt? Ich habe ja den Schlüssel. Das ist die Hauptsache, das zählt. Das zählt. So, mach die Tür zu. Tschüss. Kanalisationslevel abgeschlossen. Ah, es heißt Stille. Ah. Dann gibt es ja dieses Babylied. Hush, little baby, na, 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 cry. Irgendwas. Dann ist der Song schon vorbei. So, nächste Tür, die verschlossen ist. Oh, das ist. Ah, ich dachte kurz. Doch, das ist eigentlich ziemlich gut. Nee, es ist nicht. Wenn wir hier durch hätten können, hätten wir uns vor eventuellen Gegnern verstecken können. Weil die haben ja selten den Skill, irgendwie sich zu ducken. Der Bugfinder wieder unterwegs. Wenn ich hier drauf kann, kann ich auch hier drauf, oder? Nee. Ja, benutzt die Flash. Ja, genau. Komm her. Zack. Mit. Ohne. Mit sehr, sehr beleuchtet. Man sieht alles. Ohne, man sieht gar nichts. Ich heb mir die mal für die richtig dunklen Räume auf. Ah, das ist ein Schloss. Ein vierstelliges Schloss. Das Master-Schloss. Wow. Taschenlampe ist. Ich sehe nicht, wo es ist. Man sieht nicht, wo man hinspringt. Mann! Das ist die Taschenlampe.
in einem Alert beschrieben. Kannst du, und die ist nur begrenzt nutzbar. Lad die sich wieder auf? Ne, die ist tatsächlich nur begrenzt nutzbar. Und jetzt fangt nochmal mein Geiz an. Ah, ich kann, ich habe hier noch Duracell-Batterien. Und das ist bei mir so. Ich benutze das, die Kacke nicht. Solange ich noch was sehe, benutze ich die nicht. Das ist wie bei Amnesia der Bunker. Man kann Benzin in den Stromgenerator schütten. Man hat dann für 20 Minuten Licht oder 10. Bei mir war das ganze Spiel dunkel. Weil ich zu geizig war, für Benzin in diesen Stromgenerator zu schütten. Ja. Wie sie einen ständig anguckt und dann weggeht. Das ist genauso wie die Leute, wie die einen eingucken und dann immer den hier machen, den. Oh, hier dreht gerade voll die Musik auf. Ich habe mir da auf der Arbeit mal einen Spaß erlaubt, so von der Woche zwei, da, vor dem Urlaub, sagen wir mal so, und habe einfach mal random Leute angeguckt und einfach nur so gemacht. So aus Spaß. Ey, manche wurden richtig wütend. Bin ich da direkt natürlich hin und hab aufgeklärt, dass es eigentlich nur ein Joke war. Und dann fanden sie es lustig. Aber müsst ihr mal ausprobieren. Guckt mal random Leute an und macht einfach nur... Macht höllisch Spaß. nächste Woche Teil 2, ja? Du hast doch echt Langeweile. Wenn ich zu viel Langeweile habe, da komme ich auf so Ideen. Ja.